Ja, erstmal hallo zu unserem Modern Koi Blog. Und ich kann Ihnen sagen, wir sind erst vor circa 2 Stunden hier in Japan angekommen. Sind alle noch todmüde, haben gerade die erste Nudelsuppe zur Stärkung gegessen. Das ist Kult hier, die berühmte Ramensuppe. Ich weiß nicht, ob Sie die in Deutschland vielleicht auch schon mal irgendwo gesehen haben. In Großstädten findet man die manchmal. So, hier haben Sie auch 2 ganz neue Gesichter. Melanie kennen Sie ja schon. Das ist einmal Richard und das ist David. Richard und David sind von einem deutschen Videoteam oder wie sagt man da? Ja, von einer deutschen Produktionsfirma. Und zwar haben die sich auf die Fahne geschrieben bis zum Jahresende. Sie haben sich zum Ziel gesetzt, bis zum Weihnachtsgeschäft sogar, eine 3-teilige DVD als Ratgeber, eine Ratgeber-DVD zum Thema Koi und alles, was drumherum dazugehört. Aber dazu gebe ich gleich das Mikrofon weiter, zu produzieren. Und Melanie und ich sind auf unserer Einkaufsreise Jumbo Tosai unterwegs. Makoto hat jetzt seine finale Tosai-Selektion abgeschlossen vor ein paar Tagen. Das heißt, wir können jetzt die Fische, wo er jetzt für sich sagt, er braucht sie nicht unbedingt für die weitere Aufzucht, da können wir jetzt drin stöbern und gucken, was wir für sie noch in den nächsten Wochen für die Auktion haben. Und dann werden wir aber dank des Videoteams noch allerhand anderes an Kultur und Natur hier in Japan sehen, wovon wir auch berichten werden. Und jetzt gebe ich einfach gerade mal an Richard, würde ich sagen, das Mikrofon weiter. Er ist übrigens auch Koi-Liebhaber und so kam die Geschichte überhaupt, dass er bei seiner Produktionsfirma den Vorschlag gemacht hat, irgendwann mal etwas über Koi zu produzieren. Und aber Näheres soll er Ihnen dann jetzt einfach mal selber sagen. Ich gebe das Mikrofon gerade mal weiter. Ja, ist genau wie der Martin schon sagte, auf die Idee gekommen, dass da nicht wirklich was am Markt gibt. DVD-Ratgeber, Bücher gibt es genug. Und jetzt produzieren wir halt DVD-Ratgeber in 3 Teilen. Das ist der erste Teil, deswegen sind wir auch hier mit der Japan-Reise, um einen allgemeinen Einblick ins Thema zu zeigen. Der zweite Teil, das ist dann Gesundheit, Pflege des Koi. Und der dritte Teil ist dann nur Technik, Teichbau. Und das splitten wir so auf. Und jetzt starten die Produktionsarbeiten wirklich und sind auf Hochtouren. Und ja, es ist auch das erste Mal in Japan und wir sind noch ein bisschen überwältigt von den ersten Eindrücken hier. Und dann gebe ich nochmal weiter an den David. Ja, hallo zusammen. Was soll ich da jetzt noch groß hinzufügen? Also ich bin der Kamera vom Team, Kameramann vom Team, Entschuldigung. Und ich bin die Kamera vom Team, genau. Also das heißt, das, was ihr nachher zu sehen bekommt im DVD-Ratgeber, die Bilder kommen quasi sozusagen aus meiner Hand. Ich versuche natürlich, das Beste da rauszuholen und die schönsten und besten Eindrücke für euch zu sammeln. Das Ganze soll natürlich auch qualitativ irgendwie hochwertig sein und soll auch einen Entertainment-Faktor haben, weil ihr sollt nicht nur Informationen bekommen, sondern ihr sollt quasi auch unterhalten werden. Das soll auch schön, einfach schön sein anzusehen. Genauso wie Martin das schon macht, natürlich. Genau, und ja, deswegen, also wie gesagt, das erste Mal in Japan und total überwältigt. Viele Impressionen natürlich, die auf einen einbrechen. Ein bisschen kaputt von der Reise und ja, deswegen war es das auch von meiner Seite und ich gebe jetzt mal weiter an die Melanie. Tschüss zusammen. Hallo zusammen, für mich ist es heute die erste Japan-Reise. Ich bin schon ganz gespannt, was mich hier erwarten wird. Wir haben jetzt schon ein paar Fische gesehen hier in der Anlage und fahren jetzt gleich nochmal hoch und schauen uns die anderen Fische an. Und ja, es geht heute darum, dass wir Jumbo Tosais morgen dann uns aussuchen werden, die wir mitnehmen. Und ja, da bin ich wirklich schon ganz gespannt. Es ist super schön hier und wir haben jetzt schon heute ganz viele schöne Fische gesehen, aber das werden Sie sicherlich dann auch in den nächsten Videos zu sehen kriegen. Bis dahin. Ja, und wenn wir jetzt auf die Farm hochgehen, Makoto hat extra fürs Videoteam heute 2 Verpaarungen, einmal Showa und einmal, jetzt habe ich so lauter Müdigkeit vergessen, Ginrin Kohaku hat er zusammengesetzt in der Hoffnung, dass dann zumindest einer von beiden morgen früh laichen wird, dass die beiden schöne Impressionen vom Ableichen einfangen können, weil sie wirklich sich auch auf die Fahne geschrieben haben, das Thema Koi von der Pike, also vom ganz kleinen Fisch dann bis zum Abfischen im Herbst, im Bild einzufangen und rüberzubringen. Und da sind wir jetzt gespannt und darum machen wir jetzt Schluss und werden Ihnen aber heute noch irgendein zweites Video, weil wir bringen ja 2 Modern Koi Blogs jeden Tag und das werden wir auch, an dieser Tradition werden wir auch festhalten, wenn wir hier in Japan sind und dann werden wir jetzt zügig auf die Farm hoch verschwinden. Bis denne.